Assalamu alaikum. Vor einigen Tagen hatte ich einen Post in Facebook geteilt, in dem ich die E-Book-Reader von Amazon vorgestellt habe, beziehungsweise es gab eben dieses Angebot. Warum der E-Book-Reader besonders interessant ist, ist eben die neue Funktion, die jetzt schon seit einiger Zeit eingeführt wurde, es am Anfang aber nicht gab, und zwar die Unterstützung der arabischen Sprache. Die Kindle-Geräte von Amazon unterstützen nicht nur die arabische Sprache, es sind auch Wörterbücher vorinstalliert, beziehungsweise man kann sie runterladen, kostenlos. Und das funktioniert dann genau wie der Duden, der ebenfalls vorinstalliert ist auf dem Gerät. Also das ist eines der Hauptvorteile des Kindles, dass hier eben der Duden installiert ist und nicht irgendwelche minderwertigen Wörterbücher, wie es teilweise auf anderen E-Book-Readern der Fall ist. Man muss halt einfach das Wort gedrückt halten. Hier ist jetzt ein arabisches E-Book. Das ist das Buch Hadith und Nafs von Ali al-Tantawi. Und man muss einfach das gewünschte Wort gedrückt halten und es öffnet sich sofort ein Wörterbuch. Es gibt natürlich auch die Übersetzungsfunktion. Das heißt, man kann vom Wörterbuch zur Übersetzung oder zur Wikipedia springen. Dafür braucht man aber Internet. Das braucht man für das Wörterbuch nicht. Und des Weiteren ist die Übersetzungsfunktion wirklich sehr schlecht. Also dass die Übersetzungen sind sehr spartanisch und meistens oder sehr oft wird einfach das arabische Wort umgeschrieben. Es wird einfach in der Umschrift dann dargestellt. Nehmen wir mal an, ich suche nach dem Wort Qaranful, dann kann es durchaus passieren, dass da einfach Qaranful dann eben auf Deutsch in den lateinischen Buchstaben dasteht. Also keine wirkliche Übersetzung. Das Besondere an diesen Geräten ist, dass sie wirklich gestochen scharf sind und es sieht wirklich wie ein, schon fast wie ein Blatt Papier aus. Dann das leichte Gewicht und der Vorteil, dass man das überall mitnehmen kann. Man kann das auch in den dunklen Modus einstellen, dann ist das alles eben umgekehrt. Die Schrift ist weiß, der Hintergrund schwarz. Ja, im Grunde genommen ein sehr gutes Gerät. Ich benutze das persönlich nur zum Lesen von Belletristik oder Bücher, die nicht unbedingt Sachbücher. Sachbücher mag ich lieber in Papierform haben. Ja. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Gerät. Es gibt noch die günstigere Version des Paperwhite. Das ist der Kindle Oasis. Das ist das neueste Gerät von ihnen. Auch das größte von der Bildschirmgröße her. Die anderen sind zwar etwas billiger, meiner Meinung nach aber nicht so scharf im Bild. Und wie gesagt, die Bildschirme aller anderen Geräte sind deutlich kleiner. Das war's dann auch. Assalamu alaikum.